Ah. Gibt's doch nicht. Das war Nummer 2, fehlt nur noch einer. Und der ist jetzt auch Geschichte. So. Selbstverständlich alles aufnehmen, was wir gebrauchen können. Das wäre jetzt auch alles. Ich hätte da eigentlich auch auf das Fass schießen können. Naja, gut, dann nicht. Mein Gott. Gut, ich glaube, wir haben alles Brauchbare mitgenommen. Oben zumindest. Ah! Phoenix-Mod. Aha. Oh, cool. Saugeil. Good job, friends. Be strong. Musterschüler. Gut, wir sind Level up. Und wir werden was skillen, das weiß ich nicht. Also entweder, dass wir teurer verkaufen können oder dass wir erstmal mehr Energie pro Dingens kriegen, pro Minute. Ich finde, das ist am effektivsten zurzeit und dann können wir immer noch den ganzen anderen Rotz skillen. Well then, ready for a meeting with Moen? Ja, bin ich. Aye. Okay, let's go. At the other side of the bay. I wait here for you. Huh, okay. Found a nice hideout for himself in these swamps. Wir werden mal was upgraden. Die haben wir, brauchen wir nicht. Welche war das? Ja, genau. Oh fuck, ist das teuer. Ja, ein Klick können wir ja wohl machen. So, schauen wir mal, was uns jetzt hier im Dschungel erwartet. Ich habe da irgendwie ein ganz ungutes Gefühl. Hallo? Brothers, I've been waiting for you. Voice from the radio said you'd come. Nowadays, you can't trust nobody. But Matutero said you're okay. And that's one brother I trust. The bra from the radio has it wrong, okay. I don't know no way to any prison. Can't help you with that. But I do know where the walking dead come from. And if you want, I can take you there. Deep in a jungle. A place where they do ugly experiments with God's creatures. This is where the corpses come from. This I know. You wanna go? What the fuck? Oh nein. Yep. Okay then. Let's go. Ich weiß, was hier abging. Hundertprozentig haben wieder irgendwelche Militär-Heinis oder Forscher ein Virus erfunden, was eigentlich gute Sachen bringen soll oder um eine ultimative Waffe zu machen. Und dann kamen die Zombies, alles ist kaputt gegangen und jetzt sind sie überall. Skandal. Kennt man von Resident Evil. Also ganz neu ist diese Geschichte jetzt nicht, aber okay.
habe da ein ganz uncooles Gefühl, wenn wir jetzt da in dieses Labor reingehen. Ich meine, das ist ja die Quelle des ganzen Scheißes. So, did you take care of your business? Gut, dann machen wir das mal. Oh, ich bin aufgeregt. Bin echt mal gespannt, was da so abgeht. Abgefuckte Experimente und so ein Kram. Feel safe on the river. Don't mind me, I'll just wait right here. Okay, alle warten sie hier. Meinetwegen. Steht hier irgendwo ein Auto? Da steht ein Auto. Boah, das ist ja. So. So. Gut, dann fahren wir mal zum Labor. Gefällt mir zwar nicht, aber okay. Lol, das war ein... Wie heißt's? So ein... Professor. Glaube ich. Der Bahn. Jesus Christ, are you all right? I'm Will. I've been watching you on the surveillance cameras. You should be able to see the entrance. Be careful out there. Oh oh. So, schnell raus. Du denn? Move it. Get in quick. I'm impressed. You tore through those undead like a tornado. Sorry, where are my manners? I'm Will. You'd better talk to Dr. West. He's in charge here. You have to go through the locker rooms. The scientists here have started building barricades. Go. Look, see for yourselves. Was geht? Scientist, not a soldier. This isn't what I'm trained to do. Heul nicht rum. Sam B ist ein Rapper und er fickt auch alles, was hier rumläuft. Pfeife. So you are all immune. Fascinating. I'm sure you're wondering what a laboratory like this is doing in the middle of a jungle. It's simple, really. We're developing, as well as testing various cosmetics, away from prying eyes. You see, our previous lab was firebombed by animal rights activists. But right now, we're dealing with a more immediate problem. The source of this bizarre infection. I'm sorry. Let me introduce myself. I'm Dr. Robert West. I've been examining the blood of several natives suffering from this infection, and it appears to be a virus of some kind. But it mutates so quickly, it's impossible to classify.
If you don't mind, I'll take a sample from each of you. In that case, please, line up. Excellent. Thank you. I should have some answers in a few hours. In the meantime, perhaps you could help out a bit here? Na, das hört sich ja mal wieder klasse an. Aha. Ja, okay. Also wieder das Übliche, wir müssen hier jetzt... Gleich. Irgendwo müsste hier ein Händler sein. Ach, da ist er ja. Okay, was hat er denn so cooles? Oh, der kann Munition verticken. Oh, 4000. Hat er sie noch alle? Alter, Alter. Okay. Wir verticken ein paar Sachen. Die Granate verticken wir. Brauchen wir nicht. Die behalten wir auf jeden Fall. Genauso wie die Spiteful Heavy Pistol. Sluggish Single Shot Rifle verticken wir. Brauchen wir nämlich nicht. Genauso wenig wie die Sluggish Shotgun. Das Calibrated Auto Rifle brauchen wir auch nicht. Genauso wenig wie... Obwohl... Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Und das Dio verticken wir auch. So. Ich könnte natürlich hier das geile Militärmesser kaufen. Schadet nie. Oder Pistolenmunition. Brauchen wir hingegen nicht, weil wir eigentlich noch genügend haben. Oder? Naja. Hätte mehr sein können. Naja, egal. Gut, liebe Leute. Wir gucken nochmal schnell, was es hier so gibt. Was man hier sonst noch so finden kann. Aber ich sehe schon nicht besonders viel oder Interessantes. Was ist das hier? Ein Scheißhaus haben wir hier. This is a problem. Naja, gut. Alles klar, liebe Leute. Wir machen dann erstmal einen Cut. I pray he hasn't been bitten. Und machen dann später weiter und machen die Quest bei Bob. Also denn, bis dahin viel Spaß und haut rein.